Moin. Wir kalt. Geht nicht. Geht. So, da sind wir. Da sind wir. Super. Keiner da. Keiner da. Ganze Feld wieder mal für uns. Ja. Da kannst du den Platz aussuchen. Ja. Oh, ich sehe die Cappuccino-Bar. Ah, halt! Da kommen wir zur Tourgesellen. Oh ja. Da gehen wir gleich hin. Ja. Und da können wir auch irgendwo. Schauen wir mal, vielleicht können wir da auch ran. Das Zelt aufstellen oder was? Genau. Und diesen? Da gehen wir mal rüber. Ja, genau. So, schauen wir mal. Oh, eine kleine Strandbar. Das ist ja was für uns. Hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Hier fließt das Wasser wenigstens gut, ne? Na, hier haben wir gut Strömung. Aber ich bin mal gespannt, wie lange wir das haben. Naja, gut. Da hinten kommt ja der Staudamm, ne? Da kommt ja der See nachher noch. Und dann hängt wieder alles, dann ist wieder alles vorbei. Da stehen wir wieder. Ja, keine Strömung, kein gar nichts. Und Gegenwind wieder. Ja, so, mal schauen. Aber haben die trotzdem gut gemacht. Aber hier. Ich finde das gar nicht so schlecht hier, die ganze Anlage. Morgen starten wir wenigstens in dem Wissen. Hm? Erstmal geht's voran. Ja, es geht voran, ja, genau. Und wir müssen mal Gas geben. Aber wie Sommer auch, ne? Mit dem Gegenwind und alles. Aber richtig toll hier, alles gemacht, ja, die ganze Sache. Großeinkauf. Oh, erstmal schon bei Pennymarkt einkaufen gewesen. Ja, erstmal was mampfen gleich, vernünftig. Dann schauen wir mal. Ne? So, wir stärken uns jetzt erstmal. Ne, hier in Sperte. Du hast eigentlich deinen Cappuccino, stimmt's? Richtig, ja. Und ich habe eigentlich meinen zwei Kaffee. Zwei Tage Entzug. Ja, zwei Tage. Jetzt mal mitgenommen. Warum nimmst du nicht mit? Ja, ich wollte hier kaufen. Hier heimliche Wirtschaft unterstützen. Mhm. Okay. Was ist? Wir kommen keinen Laden. Ja, das stimmt. Wir haben nichts gefunden. Na gut. Aber jetzt hier ein Leckerchen. Das Brötchen ist am besten hier. Und schmeckt? Mhm. Super. Esse ich auch mal gleich. Also, wenn ich mich beeilt, bin ich bei deinen Kuchen. Oh nee, dann esse ich mal schnell. Das ist klar. Ja. Film schneller. Hast du jetzt so ein Metallzeug noch, so ein Lappen, was eigentlich rum machen muss bei Wind? Naja. Ein bisschen Knoblauch, wir schlafen ja getrennt. Genau. Hey, oh, hau rein. Kopfballern. Jawohl. Ja, so ein Tisch ist echt praktisch. Ja. Klein, den kannst du schön zusammenfalten nachher. Ja. Ja, passt. Ist ja nur so. Leicht. Danke. Nee, komm, drei. Drei. Komm, du brauchst das da mehr. Ja, nee. So, nochmal zwei andere hier rein. Oder drei andere. Das ist gleich auch noch hier.
geht. Ja, schönen Spaziergang in der Abendstunde. Ja. Da haben wir Kaffee getrunken, ne? Ja. Genau, da war das ja. Den ersten Cappuccino der ganzen Tour. Ja, ja. Ja gut, Kaffee hast du gehabt, von mir noch. Ja, Kaffee, ne? Ja. Kaffee hast du gehabt. Cappuccino. Ja, ich weiß, dein Cappuccino, ich weiß. Okay. Aber hier, wenn große Hotels geschlossen sind, Feiertag haben, erst um 18 Uhr öffnen, was will man da machen? Was soll ich dir sagen? Ganz ehrlich, das ist nicht normal. Hier ist alles zu, ne? Ja. Aber gut, aber hier haben wir ja einen Fitsch gemacht. Kirche zu, alles verrammelt hier. Ja, ja, klar. Ach, da hinten sind die auch am Baden wohl da. Ja. Ja. Na gut. Morgen, Mittwoch haben wir jetzt. Kurz nach 6, dritte Übernachtung. Vierter Tag eigentlich. Wir erstmal einen Kaffee machen. Schon auf. Klaus ist hinten auch schon im Werken. Oh ja, schön mit der Flamme. Wie klappt's? Ich mach das für beide was warm. Ach, du machst für beide? Ich hab auch schon an. Ja, haben wir uns nicht richtig abgesprochen, wa? Ja, egal. Bin gerade auch schon am Machen. Was machst du? Deinen Cappuccino? Ja. Ja, ich mach normalen Kaffee. Spielt ja keine Rolle. Oh, passt schon. Trinken wir gleich mal. So, Kaffee ist fertig. Wasser kocht. Oh ja. So, Kaffee trinken. Lecker, so ein Siebenbrötchen am Morgen. Schmeckt gut. Kaffee fertig? Jo. Ja, super. Mein Cappuccino läuft. Ja. Mein normaler Kaffee auch. Ja, ich trinke nicht so gerne Cappuccino und so. So süß nicht, weißt du? Nicht wirklich. Einmal Prost. Prost. Ja. Weniger süß. Ja. 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 Du hast die Monstertasse direkt, wa? Ja. Was rein? Willst du auch so ein Rosinenbrötchen? Ja. Nehmen, weil die habe ich gar keinen Bock, ja, alle mitzunehmen. alles Gepäck. Was wir gestern eingekauft haben. Ist weg. Besser ist das. Ich rechne nur noch nach Kilos. Nicht nach Volumen. Kilos. Volumen ist egal. Kilos, das ist das Problem. Die Umtragerei. Ja. Eigentlich müssen wir die Brote mit Helium füllen. Das ist ja leichter, ne? Ja. Fliegen sie schon fast. Fliegen sie. Ja. Na gut. Wir melden uns nachher auf dem Wasser. Ein bisschen nachher. Oh, Boote sind wieder alle gepackt. Wir haben unsere Klamotten zusammen. Es geht weiter. Wie heißt das See nochmal? Hengstersee, oder? Ne, nee, Hengstersee. Genau, zum Hengstersee. Es geht. Das soll unsere Etappe sein heute. Ja. Hier werden wir ja wohl packen. Ja. Wir ungefähr 15 Kilometer. Kein Orkan auf dem See. Kein Orkan auf dem See, ja. Genau. Wir haben wieder ganz eine Windstärke. Ja, geht. Ja. Noch fließt er. Hier unten fließt er ja noch schön. Ne? Ja. Wir haben den Schutz von Bäumen. Naja. Feucht gerade. Nein, hier. Ich weiß. Aber er fließt. Und er soll auch weiterfließen. Ja, aber im See fließt er nicht mehr. Ja. Und wenn wir dann diesen Wind haben, der von Bäumen abgehalten wird, dann der wird kritisch. Dann haben wir Kampf. Der wird kritisch.
Ah, dann gehen wir mal los, wa? Gehen wir mal los, ja. Ja. Auf zu neuen Schandtaten. Ja, auf zu neuen Abenteuern. Ne? Zu neuen Ufern heißt es. Ja. Paddel. Ich bin mal gespannt heute. Ah, die Sonne kommt. Ja, jetzt geht's von Schwerte, ne, nach Hengstersee. Das ist unser Ziel heute, unsere Etappe in unserer nächsten. Rund 15 Kilometer. Werden wir schaffen. Sonne ist da, man will mal mehr. Wasser fließt. Diesmal fließt es vernünftig. Wird auch länger gehen. Auch den Einheimischen hier. Bin mal gespannt. Ich glaube zwei Umtragungen haben wir. Zwei Wehre kommen. Aber das geht auf 15 Kilometer. Wie vorher hatten wir ja 3, 4, 5 Stück oder so. Ja, also von daher. Na gut, sag mal bis gleich. Wir sind gerade unterwegs, gerade mal 10, 15 Minuten. Das Beste ist, das Wasser steht schon wieder. Ach je, das wird auch wieder eine Palai. Aber wie ihr seht, wir haben keine Wellen. Da haben wir auch fast keinen Wind. Also alles möglich. Ja, noch nicht, ja? Ja, noch sind die Bäume da. Noch haben wir die Bäume, genau. Ja, schauen wir mal wieder. Ah, das packen wir. Wäre dann der dritte Tag mit Wind. Ja, leicht kommt das schon, ne? Der Wind ist wieder da. Der Wind. Da ist er wieder. Jetzt kriegen wir wieder offenes Zelt. Jetzt kommt der Wind wieder. Wieder paddeln, 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 paddeln. Der Hengster See ist jetzt in Sicht. Die Tragung ist rechts, ca. 245 Meter. Und dann kommt der See. Ja, da freue ich mich schon drauf. Da kann man vom Wasser aus, vom Schlossboot, Wasserkraftwerk. Oh, sind da vorne Schwäne oder? Ja, und da müssen wir raus. Ob die Schwäne da so leicht weggehen. Schwäne entpuppen sich als Gänse. Schon mal sehr gut. Oder Enten. Ja, Enten. Sehr gut. Martin die Gans ist da vorne. So sieht die mir aus. Ja, Gänse sind da. Ja. Martin, du musst an der Seite. Da müssen wir raus. Tut mir leid. Na? Sitzen bleiben mir auch egal. Schmeißen wir mal den Anker. Ja, die ganze Kacke hier von den Viechern.
Ah, da seid ihr ja. Lasst euch gar nicht behelligen hier, ne? Komm her, ne? So, hier ist die Anlegestelle. So, Boote erstmal wieder festgemacht, soweit. Das heißt, wieder auspacken. Alles auf den Bootswagen. Und dann 245 Meter da lang. Und dann wieder rein. Und dann sind wir auf dem See. Schon mal sehr gut. Haben schon fast die erste Etappe geschafft. So, hier ist wohl der Einstieg. Oh, eine Treppe. Na gut. Dauert. Hatten wir schon ein paar Mal. Aber das sieht richtig gut aus hier. Ja, schön tief. Der Einstieg. Ja, super. Ja, das ist doch toll. Super. Schade, dass hier wieder nichts ist, wo man das Seil festmachen kann vom Boot. Da ist aber nirgends so. Echt schade. Da geht es nachher wieder weiter, in der Richtung, flussabwärts. Na, ihr seid ja immer noch da. Keine Angst, wa? Naja, das ist er nämlich auch, ne? Jetzt sind wir einfacher. Ja, ich habe mich schon gewundert, weil ich mich so drehe. Jetzt sind wir da auch drin, ne? Ja. Die Brücke von der A1. Oh, dahinter sieht man schön die Burgen. Jetzt, ja, jetzt sieht man schön das ganze Tal hinter der Brücke. Ja.